Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Mario & Luigi Brothership. Wir haben mal wieder Land in Sicht. Peria ist die nächste Insel, die wir ansteuern. Sieht aus wie eine Splitterinsel. Also würde ich sagen, schießen wir uns dahin. Damit beginnen wir den heutigen Part. Und ja, mal schauen. Ist das nur eine kleine Splitterinsel? Oh, meine Nerven. Prominent zu sein, ist so fürchterlich anstrengend. Kaum tritt man vor die Tür, schon wird man erkannt. Ich brauche eine Auszeit, fern von all meinen Fans. Nein, wer ist da? Haben die Fans mich auch gespürt? Ah, Mario und Luigi seid. Leider habe ich es selbst für euch keine Zeit. Wahrscheinlich ist das diese Schönheit vom letzten Part. Wollt ihr, dass mein beschwerlicher Aufstieg umsonst war? Macht mir bitte, bitte meine kleine Auszeit nicht kaputt. Oh, wie weit oben. Ich verstehe ja, dass ihr meine prominente Nähe sucht. Doch auch ich brauche einmal etwas Zeit für mich. Ja, ich wette, das ist Birdo. Gott. Durch etwa das Konzept einer Auszeit fremd jetzt sagt, was gibt es denn eigentlich so Wichtiges? Ihr wollt, dass ich herunterkomme? Das vergesst ihr besser gleich wieder. Meine Auszeit ist mir heilig. Fragt einfach nochmal an, wenn ich irgendwann soweit sein sollte. Ist soweit, wenn wir das bestimmen. Oh nein, ich bin noch nicht bereit für meine Rückkehr. Echt jetzt? Sag doch, es ist Birdo. Was tut er hier? Ich brauche Ruhe vor meinem nächsten großen Auftritt. Ich bin so reizend wie eh und je, also wie kann ich euch helfen? Aha, jemand verlangt nach mir? Das ist wundervoll, ein Wink des Schicksals. Dann will ich mich nicht hören. Bringt er mich bitte zu ihm? Wundervoll, gehen wir. Okay, so einfach kann es gehen, ne? Hätten wir das auch schon mal erledigt. Nicht super. Aber war das alles auf der Insel? Zweifelig. Tatsächlich gekommen. Du wolltest mich wiedersehen. Genau, so viel Zeit ist vergangen, seit du das letzte Mal hier weiltest. Deine Schönheit, dein Schleifchen, deine rosarote Perfektion. Und du, deine Äuglein, man könnte meinen, sie sprechen eine eigene Sprache. Oh, wenn sie doch nur all meine Gefühle zum Ausdruck bringen könnten. Oh nein, unsere Gefühle bedürfen gar keine Worte. Oh, toll. Ich. Also. Los, sag es, macht schon. Es ist vorbei. Ach, Liebe ist so etwas Spezielles. Und sie ist bitter süß. Habe ich meine Rolle nicht grandios gespielt, aber du standest mir in nichts nach, wirklich. Deine weitere Anreise hat sich also gelohnt. Prima. Ich werde unseren gemeinsamen Auftritt niemals vergessen. Ach ja, ich hätte auch nichts dagegen, wenn uns die Bühnen noch einmal vereinen würden. Bitte was? Ich möchte euch beiden von ganzem Herzen danken. Bitte nehmt dies von mir an. Bitte was? Machen wir jetzt wohl besser auf den Weg. Können wir damit auch auf Splitterinsel? Nee, ne? Nee, weil die nicht angebunden sind. Naja, wir werden da jetzt trotzdem nochmal hinreisen. Besagter Splitterinsel. Ja,
ist das nervig. Hätten wir uns doch erst umgesehen, bevor wir... Oh, das Riff ist in Sicht. Ist auch gut. Riff in Sicht. Eikreisriff. Toll. So. Wollen wir hier nochmal hin? Und ich habe das Gefühl, da gibt es doch bestimmt noch irgendwas, oder? Da war ja wirklich einfach nur der Felsen. Echt jetzt? Ey, du. Ah! Das ist zu hoch. Ich war schon auf einer Menge von Bergen, aber die waren nur halb so groß. Oh, ist da jemand? Hilfe, ich komme nicht mehr runter. Klettern kann ich, aber mit der Höhe habe ich Probleme. Schon wieder? Autschi, geht es doch ein bisschen sanfter? Eigentlich wollte ich nur noch mal schauen, ob hier noch was ist. Ein armer Rücken. Hämmert sanfter, bitte. Ich hämmer sanfter. Ich bin nur ein bisschen davon genervt, dass ich diese Felsformation jetzt ein zweites Mal runterschlagen muss. Au, au, au. Okay, okay, es geht wohl nicht sanfter. Also haut einfach drauf. Hau weiter so. Wow, gleich geschafft. Uff, das brauche ich kein zweites Mal. Gleich geschafft, sagt sie. Fast geschafft, nur noch etwas mehr. Hey, wer seid ihr Typen eigentlich? Ich kann euch fast sehen, ist das spannend. Endlich frei! Tut mir leid, dass ich einfach so weggerannt bin. Ich wollte nur endlich weg von dort. Irgendwie hatte ich mir euch ganz anders vorgestellt. Ah, was ich meine ist, dass ihr noch viel heldenhafter aussieht als erwartet. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Nur eine Kleinigkeit, bitte. Nehmt doch diese Belohnung an. Ein Ultrapilz, toll. Habe ich jetzt nicht erwartet, aber von mir aus. Aber noch einmal werde ich diese Insel nicht besuchen, denke ich. Irgendwann reicht's dann auch. Der Punkt des Reichen ist dann erreicht. Hm. So. Haben wir hier noch einen Hilf? Ja, war mal trotzdem schneller. So. Oh, schneller, schneller, lauft. Lauft, ihr Brüder, lauft. Wir haben einen Riff. Ich kann was nicht mehr sehen. Müssen wir noch eine Runde drehen. Schwanzflosse-Riff. Super. Unsere Riffs füllen sich. Was haben wir hier? Das sieht aus wie eine richtige Wüsteninsel. Aller Sande. Naja, da werden wir auf jeden Fall noch hinreisen. Und schauen, was wir dort so noch anstellen können in der restlichen Zeit, die uns im heutigen Part so verbleibt. Ich denke mal, Aller Sande wird doch die letzte Insel sein, bevor es zum nächsten Gigaleuchtturm geht. Weil wir sollen auf einer Wüsteninsel. Sind wir? Luigi? Mario! Wow! Let's go. Das war super! 1A! Wow, wie schön das hier aussieht. Toll! Ihr seid wohl böse Gegner. Ey, ey, ey. Eine Wüste. Aber was zum Drehen. Ich wollte mich mal eine Runde drehen. Oder nicht?
nicht rein. Sucht Melassa, also normal kommt die aus einem Felsen, der wie ein Gesicht aussieht. Felsen findet ihr nördlich von ihr, aber angeblich spuckt er momentan nichts mehr aus. Ah. Wie wir bereits gelernt haben, ist der Brüderball auch hierfür super nützlich. Und da sind deutlich da. Und raus. Und raus, ihr Klein. Ich krieg euch. Auch ein Zehner. Wir sollten echt mal Stecker bauen. Wir können nur zwei bauen. Egal. So, und nehmen wir noch den Münzpresser. So, was haben wir hier? Den Sirup. Aber nennen wir uns wieder. Unsere liebste Kugelform. Den Brüderball. Was ist hier passiert? Vertreibsand, ist schon übel. Und dann noch diese Haibiester, der reinste Albtraum. Ihr wollt wirklich dort lang, euer Ernst? Hört gut zu, wenn ihr am Treibsand diesen Haibiestern begegnet. Rennt weg, weicht ihn aus, bleibt weg von ihnen. Versucht das gar nicht, sie zu besiegen. Mama mia. Oh, no. Okay. Lassen wir das. Wenn es besser ist, ihnen aus dem Weg zu gehen. Wahrscheinlich sind sie nicht auf eine Begegnung aus. Okay, es geht auf jeden Fall. Man kann mit ihnen kämpfen. Ach, herrje. Level 40? Mario. Level 40? Was? Ja, diesen Biestern sollte man ausweichen. Ich musste das ja jetzt auf die harte Art und Weise spüren. Geht doch weg. Oh Mann. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Da drüben ist noch ein versteckter Block. Müssen wir uns noch holen. Ich werde hier noch mal speichern. 40. Hm. Ein Bonbon. Hallo. So. Sind wir dem Ganzen doch gut ausgewichen. Seid ihr eigentlich Gegner? Sieht so aus. Die wollten mich auf jeden Fall angreifen. Seid ihr vielleicht auch Level 40? Nee. Seid ihr denn? Duschfisch. Ja gut, es beschreibt haargenau das, was es ist. Es ist ein Fisch, der duschen tut. Okay, was für ein toller Name. Jetzt ist es wohl ein Fuschdisch. Was? Ein Fuschdisch? Also die haben das Dusch und das Fisch einfach vertauscht.
Miaus. Wir sind nur groß. Nach den Haien kann mir, glaube ich, nie wieder etwas Angst machen. Schade. Du hast noch nicht gesehen. Hätte ja sein können. Kommen Sie mit Ihrer leuchtenden Dusche auf mich zu. Klar, natürlich die Idee von so einem Anglerfisch. Der Leuchte vorne dran. Waschmelion R. Steht R für Where? Für Rot ja schon mal nicht. Geplatscht. Oh. Ey. Er hat gleich zweimal angegriffen. Habt ihr das gesehen? Nehmen wir doch mal den Münzpresser und den Ausbeuter mit. Und dann ist hier eine mit dem Hammer. Super. So, noch ein paar Zusatzmünzen verloren. Super. Immer her damit. Wir brauchen das Geld. Vor allem, wenn wir beim nächsten Shop uns neu einrichten wollen. Oh, der Münzpresser klappt sogar beim Erstangriff. So. Sollen wir gleich nochmal drauf springen? Ja, wenn fast tot, wird zurückverwandelt. Aber da das eine Runde kostet, sind die halt total nutzlos, diese Fische. Also, die können halt nichts machen dadurch. Also, ich find's gut. Auch wieder was drinne. Ein Weg, wo wir noch nicht lang können. Ja, dann tun wir mal noch weitere Duschfische und Fußstische verprügeln. Ja, bleiben bei der ganzen Sache. Ja. Irgendwie hat er wohl angehalten oder so. Keine Ahnung, er war langsamer als seine Vorgänger, die wir schon vor vielen Parts gesehen haben. Komm, weg mit dir. Sehr gut. Aber das mit den Items, ne? Da sind sie nicht so spendabel. Die droppen nichts. Mensch, geh mir aus dem Weg. Bin aber auch aufdringlich hier. Die Fischlein. So, erledigen wir das so wie immer. Auch hier nochmal mit dem Hammer. Überlebt, natürlich. Ja, ich mit mir. Diesmal wusste ich, was passiert. Oh, toll. Ein Bonbon. Das wird jetzt dem Stecker zugerechnet, dass es was gab. Okay, okay. Für 20. Oh, der Bart steigt um 2. Toll. Mario, das ist toll. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Haben wir dann alle, wollte ich fragen. Ich würde gerade sagen, sehen wir vielleicht mal einen Angriff von einem Duschfisch, aber... Da kriegen wir nichts zu sehen. Unsere Münzpresse ist fast aufgebraucht. Oh, was? Nochmal angegriffen. Miese Prise. Okay. Von mir aus. Schönes Wasser. Will jetzt lecker Pilz haben. Okay. Mario wirft 3 Superpilze hinein. Eine Ladungsbrosche. Netter Versuch. Sowas scheinbar nicht. Ich habe keine Schnellladungsbrosche. Aber hier ist noch ein Shop. Gruß. Ja, jetzt habe ich sie alleine gesammelt. Oh, hier können wir uns endlich einkleiden. Eiskeks. Dieses Schnellladungsding. Eben besiegten Gegner werden 10% deiner maximalen KP wiederhergestellt. Guter Hammer haben wir schon einmal. Wird erstmal noch bei der Ausrüstung bauen. Gegner werden 2 BP hergestellt. Eine Porsche Hammer hat halt nur einen Angriff mehr. Brauchen wir nämlich da schon mal nichts kaufen. Und mit 2 Paar von den Heilerstiefeln. Sie einmal Mario und einmal Luigi aus. Und auch noch nur eine Hose. Legt das Ausweichen per Sprung fehl, wird der Schaden trotzdem um 20% reduziert. Ja. Nehmen wir mit. Okay. Damit werden wir schon mal neu ausgestattet. Mit Mario vielleicht mal noch heilen. Ich meine Pilze da reingeworfen. Muss ich mir tatsächlich mal Pilze kaufen hier bei ihm. Gib mir gleich 20. Pick die Münzen wieder rein. Da bin ich mir sicher. Ja, aber dann würde ich sagen, haben wir denn hier noch? Noch eine riesige Wüste. Dort ist eine Absperrung. Machen wir beim nächsten Mal. Da machen wir die komplette restliche Insel. Ich denke, das ist super so. Und dann bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Ansehen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao.